ja nicht umsonst das Material Bronze gewählt. Und Bronze als nobles Material, früher benutzt, um Monumente, Fürsten, Reiterstandbilder auszudrücken, ist ein Material für die Ewigkeit. Es sind noch bis heute aus dem Bronzezeitalter viele Dinge überliefert. Und also hinterlasse ich mit der Wahl allein dieses Materials ein paar Spuren. Die Vergänglichkeit, das ist sowas. Und das mit der Bronze gepaart, da sind wir wieder bei dem kleinen Kerzenhalter. Das war einfach ein kleiner Schuh, den ich am Strand gefunden habe. Anonym, also nichts Kunstwürdiges. Genauso wie Spuren im Sand, wenn eine Welle drüber geht, sind sie verschwunden, vergänglich. Ich streiche die aus mit Gips und gieße die in Bronze. Also versuche, das Jeweilige, das Flüchtige aufzufangen in Bronze, um ihnen darüber Ewigkeit zu geben. Ich bin gestern angekommen aus Italien, wo ich lebe, und reise morgen früh wieder ab. Ich habe hier aber 10 sehr heftige und wunderschöne Jahre verbracht, als ich studiert habe, nämlich Kunstgeschichte und Philosophie. So ein bisschen kommt mir das vor in meinem Leben wie ein großes Bücherregal. Und manche Bücher geraten nach hinten, manche sind ganz oben im Regal angelangt, ich komme da gar nicht mehr so genau hin. Manche liegen zu tief, die übersehe ich. Und ja, mit dem heutigen Tag war es so, dass ich ein vergessenes, kein verlorenes, ein vergessenes Buch plötzlich wieder aufgeschlagen habe. Durch die vielen Freunde, die hierher gekommen sind, die mich erinnern an alte Geschichten, die ich verdrängt habe, mich nicht mehr erinnert habe. Durch den Gang durch die Stadt wird alles so lebendig und wieder ganz nah, dass es für mich ein ganz reicher Tag war und ich das Gefühl habe, auf einer breiten Basis zu stehen. Ich habe ja hier in Gießen Kunstgeschichte studiert und eine Arbeit über Dadaismus geschrieben und mich nach dieser Arbeit sofort bruchlos in die Kunst geworfen und das Prinzip des Zufalls des Dadaismus bis heute übernommen und verfolge ich in immer neue Falten weiter. Die Beziehung zu Herrn Marx ist genauso zufällig zustande gekommen, mit der Brisanz, dass er ebenfalls Kunstgeschichte studiert hat in Gießen, nur ein bisschen später als ich und wir uns gar nicht begegnet sind. Vor einem Jahr hat eine Kunstagentin, mit der ich befreundet bin und auch zusammenarbeite, meine Arbeiten Herrn Marx in Wetzlar vorgeschlagen, der sich spontan dafür interessierte und mich bat, einige der Arbeiten dort zu lassen. Ich kam ihn kurz besuchen in Wetzlar. Es war eine halbe Stunde sehr lebendigen Gesprächs mit viel Wind in den Haaren. Ja. Und dann fuhr ich auch schon wieder und mailmäßig waren wir dann immer mal so ein bisschen verbandelt. Ich kriegte vor Weihnachten einen Anruf von ihm, er habe eine neue Galerie in Gießen eröffnet und er könne sich vorstellen, mit mir den Eröffnungstag zu verbringen und mit meinen Werken, ob ich einverstanden sei. Und das war ein solcher Brückenschlag in die Vergangenheit und in den Zufall hinein, dass ich sofort begeistert zugesagt habe. Das war von Anfang an so geplant, das ist auch so im großen Stil hier mit der Blockstraße und so. War das schon die Idee da oder ist sie mittlerweile in der Zwischenzeit entstanden? Ich hatte ein, zwei große Ausstellungen vorher im Mainzer Landtag und in Bad Homburg und es waren etliche meiner Schwergewichte also verfügbar. Die Ausstellungen waren zu Ende gegangen. Und bevor ich die nun nach Italien wieder bringe, hatte ich Herrn Marx die vorgeschlagen. Noch gar nicht konkret denkend, wie viele und wohin. Nur falls er Interesse habe, könne ich ihm eine zur Verfügung stellen zur Eröffnung seiner Galerie.
Und als wir uns dann hier trafen, hat die Stadt sehr schnell sich begeistert gezeigt, ganz unkonventionell geholfen, mit Kran und Stellplätzen. Auch die Gewerbetreibenden der Blockstraße waren sofort Feuer und Flamme, sodass das im Grunde genommen spontan und sehr schnell zu einer Synergie zusammenkam. Ich kenne jetzt die Galerie von Herrn Marx in Wetzlar und es ist eine sehr schöne Galerie mit einem wunderbaren Platz. Ich glaube, die in Frankfurt ist auch so. Er hat sich wieder hier einen wunderschönen Platz gesucht, nämlich als Herzstück in der Stadt. Das Innenstadtleben, glaube ich, pulsieren lassen kann. Ich wünsche ihm so angenommen, wie das heute wurde, mit vielen begeisterten Zuspruch, dass es ihm weiter so gelingen möge und dass er ganz viel Erfolg hat und ganz viel sympathische und gute Künstler und er mit einem donnernden Erfolg hier diese Galerie entwickeln kann. Ich glaube, gut für Gießen und vielleicht auch für ihn, der ja auch ein Stück zurückkehrt. Er hat auch hier studiert.